Die Woche der Entscheidung. Mega-Aufgabe Klimaschutz. Ich ordne sie so ein, dass ich es als eine Menschheitsherausforderung begreife. Die Bundesregierung will die Weichen stellen. Und Fridays for Future ruft zum weltweiten Klimastreik auf. Wir rufen alle Gewerkschaften, alle Unternehmen, alle Betriebe dazu auf, mit uns zusammen zu streiken. Ich sehe es absolut nicht ein, dass PolitikerInnen sich weiterhin hinter leeren Versprechungen und großen Worten verstecken. Aber für wen spricht die Bewegung? Habe ich nichts mit am Hut. Da sollen sich andere Leute drum kümmern. Jetzt da so einen großen Stress zu machen, von heute auf morgen geht gar nichts. Frage ich mal aus ironischer Sicht, was bringt unser Planet, wenn wir keine Arbeit haben? Anderen geht der Protest nicht weit genug. Wie viel Ausräumen des gemeinsamen Hauses der Erde sollen denn die Einzelnen für sich in Anspruch nehmen können? Oder wann ist die Grenze erreicht? Ein Mensch kann nicht die Freiheit haben, die Ökosphäre zu zerstören, von der ich abhängig bin. Willkommen in einer Verbotsgesellschaft? Wir werden auf dem Weg möglicherweise auch Moralweltmeister werden. Aber niemand wird uns auf der Welt folgen. Doch was ist der richtige Weg, um den Klimawandel aufzuhalten? Seit Monaten haben wir Aktivisten von Fridays for Future begleitet. Es ist mitten in den Schulferien in Dortmund. Viele Menschen haben gedacht, der Schülerbewegung gehe die Luft aus. Doch an diesem Freitag wird demonstriert. Wir haben gerade den Weg rausgesucht zur Volksbank. Dort gehe ich mit einem anderen in die Volksbank rein, spreche vielleicht mit einem Menschen und mit den Mitarbeitern. Und wir rufen zum Generalstreik am 20.09. auf. Dann machen wir ein Die-In und schließen uns einem anderen Tentakel an. Was hat die Volksbank mit Klima zu tun? Naja, es geht einfach darum, dass alle Leute streiken sollen. Es soll jeder streiken. Der 20.09. ist ein Generalstreik. Das bedeutet, dass wir alle ja mit einschließen wollen in diesen Streik und zeigen wollen, dass uns das Klima alle betrifft und dass es ein Thema für alle ist und jeder auf die Straße gehen sollte und streiken. Dass die Politik einfach endlich handelt. Und wenn alle zeigen, dass es alle betrifft, dann können wir das damit erreichen, ja. Leonie Bremer ist 22 und studiert Umweltwissenschaften. Seit Dezember macht sie bei Fridays for Future mit, so wie viele andere hier in Dortmund. Sie wollen, dass beim Klimastreik am 20. September auch Unternehmen mitmachen. Es geht darum, dass wir zum 20.09. aufrufen und dass wir mit den Mitarbeiterinnen versuchen zu sprechen und zu sagen, dass sie keine Konsequenzen haben sollen. Dass es uns darum geht, dass wir uns auf die Seite der Mitarbeiterinnen stellen und dass sie mit ihren Chefs das absprechen sollen. Okay, go. Wir sind auf der Seite der MitarbeiterInnen, das heißt, wir möchten, dass keine Konsequenzen ihnen drohen. Mhm. Und dann geht es eben darum, dass sie das versuchen, mit ihren Chefs abzusprechen und wenn nicht, dass sie sich vielleicht einen Tag Urlaub nehmen oder einfach streiken. Okay. Und Informationen finden sie hier am 20.09., genau. Das wird riesig, ist international der Streik und dass sie frei bekommen oder sich einfach einen Tag Urlaub nehmen oder einfach streiken. Machen wir. Ja, 20.09. Machen wir. Perfekt. Sind Sie Carsten Jäger? Okay, ich bin Leonie Bremer, hallo. Schön, dass wir uns kennenlernen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind wir von Fridays for Future. Ja. Und es geht eben darum, am 20.09. wird ein Generalstreik stattfinden. Mhm. Der ist international. Und wir rufen alle Gewerkschaften, alle Unternehmen, alle Betriebe dazu auf, mit uns zusammen zu streiken. Und unser Anliegen ist es, dass sie es den MitarbeiterInnen möglich machen, dass sie keine Konsequenzen haben. Mhm. Das bedeutet, dass sie es mit den Chefs abklären, dass sie dann dem Tag frei kriegen. Ist das möglich, dass die Volksbank mit uns auf die Straße geht und freikriegt und keine Konsequenzen hat? Ich kann das jetzt alleine natürlich nicht entscheiden, weil ich darf das natürlich auch nicht für die Mitarbeiter entscheiden. Aber ich würde vorschlagen, dass ich das mit dem Vorstand bespreche. Genau. Und wir haben eine Mitarbeiterzeitung, die wird regelmäßig erscheinen. Da können wir das dann anbieten, wenn Sie wollen. Und wenn Mitarbeiter das dann möchte und der Vorstand sagt, ist okay, dann können wir das gerne anbieten. Gar kein Problem. Okay, das wäre super. Also uns geht es halt darum, dass die MitarbeiterInnen geschützt sind. Hierzu gibt es Informationen. Wenn Sie Informationen noch haben möchten, kann ich Ihnen meine E-Mail-Adresse auch noch aufschreiben, falls es Rückfragen gibt. Sonst einfach auf fridaysforfuture.de schreiben. Und das wäre echt super. Eine Bitte habe ich nur, weil ich hörte gerade Banken und Konzerne. Wir sind eine Volksbank. Ich bin immer der Meinung, wir sind eine gute Bank. Ich will jetzt keine Werbung betreiben. Mhm. Ich will halt nur mal so ein bisschen auch damit brechen, dass eine Volksbank gleichzeitig immer mit einer Großbank
verglichen wird, weil ich glaube, da sind wir doch noch ein Stück weit anders aufgestellt. Aber das ist ja gut, dass wir vielleicht kooperieren können und dass die MitarbeiterInnen hier mit uns auf die Straße gehen können am 20.09. Ich gebe es weiter. Da freue ich mich drauf. Würden wir uns sehr freuen. Machen wir. Dankeschön. Viel Erfolg und noch einen schönen Freitag. Ja, bis dahin. Ciao. Wie ist dein Fazit jetzt bisher? Naja, also reden kann man halt viel und wir wissen auch ganz genau, dass er zwar gesagt hat, damit wir jetzt erstmal so leise sind, aber ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen überrascht, dass er auf jeden Fall mit uns geredet hat, weil wir haben sehr, sehr viele oder diese 20 Unternehmen oder Gewerkschaften, wo wir heute hingehen, die haben wir alle angeschrieben und er war so mit einer der einzigen, der auch geantwortet hat auf die E-Mail und das finde ich eben echt sehr, sehr gut und ja, deswegen weiß ich nicht, ich glaube schon, dass er kooperationsbereit vielleicht ist, aber zu viel Hoffnung mache ich mir auf keinen Fall. Er sagt ja, er ist einer von den Guten. Naja, einer von den Guten, das sagen sie alle, ne? Die Mitarbeiter werden für den Streik nicht freigestellt, so die Bank später. Der Protest hier wird beobachtet. Ich habe gerade überlegt, als ich hier so gesessen bin, wenn jetzt meine Tochter dabei wäre, mein Sohn und ein Handy. Und ich würde sagen, was am Handy dann alles drin ist und was man dafür alles machen muss, Wasseraufbereitung, um das Material zu bekommen, dann würde ich sagen, fang du erstmal an damit. Wo fangen Sie bei sich an? Tja, weder beim Autofahren, ein bisschen mehr Fahrrad, aber weniger. Ich glaube eher weniger. Ich lebe da nicht so, dass ich jetzt im Saus und Braus lebe. Man kann es Ihnen ja nicht vorwerfen. Ich meine, wie lange haben Sie das schon gemacht und wie lange gibt es die Fridays for Future Bewegung? Also das muss man ja auch erstmal langsam angehen und ich habe auf jeden Fall, ja, ich möchte auf jeden Fall das ändern bei denen. Doch was denken andere aus Leonies Generation? Fabian ist 18, im zweiten Lehrjahr zum Mechatroniker. Und jetzt unterwegs zum Viertelmeilenrennen nach Bottrop. Sein VW Lupo ist für ihn mehr als nur ein Auto. Ist zwar jetzt auch nur ein Lupo, den fahren ja viele, aber keiner fährt halt so ein Lupo mit Sportsitzen, einem Käfig hinten, mit Vierpunktgurten. Das Auto sagt auch viel über mich aus, wie ich so im Charakter bin. Halt. Erzähl mal. Ich will ja gerne auffallen. Und das drückt mein Auto auch so aus, weil es halt nicht so aussieht wie jedes andere. Es ist laut, es ist tief. Autofahren sind halt Emotionen, die man da auch hat. Fridays for Future, kennst du das? Ja, das kenne ich. Was weißt du darüber? Recht wenig, weil ich mich das nicht. Also, ich verfolge das jetzt nicht aktiv, weil. Es interessiert mich auf der einen Seite irgendwie nicht, aber auf der anderen Seite ist es halt auch wichtig, weil es halt um unsere Zukunft geht und mit der Umwelt. Ein Flugplatz bei Bottrop. Hier trifft sich heute die Tuning-Szene zum Gasgeben und Herzeigen. Gleich beginnen die Beschleunigungsrennen. Im Fahrerlager laufen schon die Motoren warm. Die Fridays for Future-Schüler, die dürfen das aber nicht sehen hier. Das ist mein Problem. Echt nicht. Habe ich nichts mit am Hut. Da sollen sich andere Leute drum kümmern. Okay, danke. In Bottrop ist Fabians Nachbarin mit Vollgas auf der Strecke. Michi ist die einzige Frau im Starterfeld. Hey. Danke. Ich konnte jetzt nicht ganz viel davon sehen, aber war schon nicht schlecht. Ich hätte eigentlich gerne mit Launch Control gestartet, aber die wollte nicht. Deswegen habe ich den Start ein bisschen verzögert. Das ist mein Hobby und nichts anderes. Ja. Also alles, was das Klima angeht, was die Politik angeht, äußere ich mich nicht so. Freundinnen, die das nicht verstehen, was du machst? Nein, die habe ich aus meinem Freundeskreis entfernt. Fabian hat was ganz Besonderes entdeckt. Das hier ist eigentlich nur noch ein rollender Motor. Und ganz weit weg von Greta Thunberg. Fuck you, Greta. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Ja, ist doch ganz einfach. Gucken Sie sich doch mal an, was das 16-jährige Mädchen macht. Na? Die keine eigene Meinung hat, die alles nach der Meinung ihrer Eltern macht. Das ist ein Spruch, der geht in der Szene dann rum. Ja, und wenn Sie was gegen das haben, was das kleine Mädchen macht, ja, wo auch dann die Menschen noch drauf hören, dann zeigt man eben mal seinen Protest, indem man hingeht und mal einen Aufkleber auf sein Auto macht. Es geht um die ganzen Aktionen, die das Mädchen macht. Gucken Sie sich doch mal freitags die Demos an, die machen. Man muss nicht die kleinen Leute mit ihren kleinen Autos und so weiter da zur Rechenschaft ziehen, ja, und denen versuchen irgendwo, ich sag das jetzt ganz leger, an die Karre zu pinkeln,
Ja, man sollte vielleicht dann auch mal an größere rantreten, wie Fluggesellschaften, Schiffe und so weiter und so fort. Du musst eine Fahrerbesprechung. Ja, ich muss jetzt, ne? Tut mir leid. Fridays for Future ist eine weltweite Protestbewegung. Seit Jahrzehnten die größte in Deutschland. Seit fast einem Jahr gehen Schüler freitags für eine andere Klimapolitik auf die Straße. Kohlekraftwerke abschalten, ein Viertel noch dieses Jahr. Erneuerbare Energien bis 2035. Steuer auf CO2-Emissionen. Das sind einige ihrer Forderungen. Viel mehr als die Politik bislang plant, obwohl Klimaschutz schon lange Thema ist. Das sind die zukünftigen Generationen, von denen wir schon 87 gesprochen haben. Damals stand in den Nachhaltigkeitsberichten drin, wir handeln heute nur so, weil die zukünftigen Generationen keine Stimme und keine Macht haben, um sich dagegen zu wehren. Bums, jetzt stehen die auf der Straße. Im Sommer in Köln. Die Aktivisten von Fridays for Future wollen ins Rathaus der Stadt Druck aufbauen. Denn heute soll es darum gehen, ob Köln, wie viele andere Städte in Deutschland, den Klimanotstand ausruft. Ab Kohle aus der Mine! Ab Kohle aus der Mine! Ab Kohle aus der Bank! Ab Kohle aus der Bank! Beiden fehlt die Liebe! Beiden fehlt die Liebe! Und beides macht uns krank! Und beides macht uns krank! Klimanotstand bedeutet, dass zukünftig alle Entscheidungen des Stadtrats den Klimaschutz berücksichtigen sollen. Mit dabei Jana, 18 Jahre alt, Gymnasiastin. Und ihre Freundin Pauline, 17. Mit den PolitikerInnen wirklich reden und denen mal in die Augen schauen und dann mal gucken, ob die wirklich weiter so entscheiden, wie sie es gerade machen, auf Kosten unserer Zukunft. Willst du anfangen? Ja, klar. Anfangs will die Stadt sie nicht reinlassen. Aber dann geht's doch. Heute ist Stadtratssitzung. Jana, Pauline und die anderen finden, dass ihre Bewegung nach und nach an Einfluss gewinnt. Auf Bundesebene und auch hier in Köln. Irgendwie merken wir gerade, es funktioniert hier doch. Also wir haben hier einen ganz großen Einfluss und ich hoffe, dass sich jetzt langsam auch endlich mal wirklich was tut. Ich glaube daran. In der laufenden Wahlperiode. Ich bitte Sie, nochmal auf Plätze einzunehmen. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsvorstandes der Stadtverwaltung. Doch für die Politiker, auch hier im Stadtrat, ist Umweltpolitik nur ein Punkt von vielen. Von sehr vielen. Der Klimanotstand ist erst Tagesordnungspunkt 10.29. Aufgerufen nach Stunden. Haben und dann ich seither bei meinen ersten Gesprächen und Antrittsbesuchen erfahren durfte. Keine Enthaltung. Immerhin, der Klimanotstand soll ausgerufen werden. Und dann sind wir mal. Herr Jost. Und wie zufrieden sind Leonie und Pauline? Ich begrüße es, wenn der Klimanotstand ausgerufen wird, aber halt nur, wenn danach auch wirklich gehandelt wird. Ich sehe es absolut nicht ein, dass PolitikerInnen sich weiterhin hinter leeren Versprechungen und großen Worten verstecken. Das haben wir jetzt schon viel zu lange erlebt. Deswegen würde ich sagen, der Klimanotstand ist auf jeden Fall nichts, was wir als großen Erfolg feiern können, sondern vielleicht einfach mal, okay, endlich hat die Politik überhaupt mal anerkannt, dass wir hier gerade wirklich in der Krise stecken, dass wir hier einen Notstand haben. Wenn der Klimanotstand ausgerufen wird, dann setzt vielleicht die Stadt sich auch selbst unter Druck und verpflichtet sich vielleicht auch dazu, endlich mal was zu machen und zeigt den Bürgern, dass sie vielleicht dazu in der Lage sind. Aber damit sind wir natürlich längst nicht zufrieden. Die Politik, die ein relativ hermetisches System ist, wo die Parteien untereinander Kompromisse schließen, Absprachen treffen, auch natürlich sich aneinander reiben, die wird von außen belagert und unter Druck gesetzt. Und es gibt Situationen, in denen dieser Druck nicht nur bloßes Geplänkel, bloße Geräuschkulisse ist, sondern tatsächlich Einfluss nehmen kann, sodass die Politiker reagieren müssen. Doch wird Fridays for Future das bewirken? Dieter Rucht vom Protestinstitut Berlin hat die Bewegung erforscht. Der Soziologe hat mit anderen eine Studie erstellt und Aktivisten in verschiedenen Ländern befragt. Wer macht überhaupt mit bei Fridays for Future? Vor allem Gymnasiasten. Ein Spezifikum ist auch, dass die Berufsschüler so gut wie abwesend sind, dass an den Universitäten eigentlich zwar Einzelfiguren
mit dabei sind, auch mit organisieren, aber es kaum einen organisierten Zusammenhang Fridays for Future gibt. Die Jugend vertritt Fridays for Future also nicht. Aber sie sind laut. Und hinter ihrem Protest steckt mehr als die Forderung nach konkreten Klimamaßnahmen. System change, not climate change. System change, not climate change. Systemwandel und nicht Klimawandel, rufen sie. System change, not climate change. In Dortmund haben die Schüler von Fridays for Future einen Sommerkongress organisiert. 4 Tage lang, mit 1400 Aktivisten aus ganz Deutschland. Hat das Strahlkraft? Kennen Sie Fridays for Future? Nein. Ich hab's heute nur da vorne gesehen. Die Schüler wollen sich untereinander vernetzen, neue Ideen entwickeln. Wie finden Sie das? Können Sie damit was anfangen? Nicht wirklich. So Nachhaltigkeit und so weiter ist bei uns schon auch ein Thema und finde ich an sich gut. What do we want? Climate justice! When do we want it? No! What do we want? Climate justice! Arme hoch! Von heute auf morgen geht gar nichts. In Zukunft ja vielleicht. Aber jetzt da so einen großen Stress zu machen. Wie wollt ihr an die Leute rankommen? Naja, ich glaube, genau so, wie wir jetzt gerade hier sind. Und sie werden zwangsläufig damit konfrontiert, dass hier Fridays for Future, die Bewegung hier stattfindet. Und ja, jetzt weiß er auf jeden Fall, was hier abgeht. Es gibt andere, die sich um die Bewegung scharen. Am Rande des Geländes hat die marxistisch-leninistische Partei einen Stand aufgebaut und versucht, mit ihren Themen zu landen. Kapitalismuskritik, Sozialismus. Doch die Organisatoren des Sommerkongresses gehen dazwischen. Also wenn ihr wollt, dass ich euch nicht unterbreche, dann bitte ignoriert mich nicht. Das sehen wir ja genau hinter uns, wie es passiert. Dann bauen sie hier den Stand auf und verteilen Flyer, weil sie genau wissen, dass sie auf hier nicht drauf dürfen und wir auch nicht bereit sind, mit ihnen zu reden. Aber ein anderes Lebensmodell, also Konsumverzicht, Kapitalismuskritik, da gibt es ja schon Schnittmengen. Auf jeden Fall gibt es da Schnittmengen, aber uns geht es ja erstmal darum, unsere Main-Forderungen quasi umzusetzen und das ist ja hier nicht das Thema. So, jetzt hier steht schon jemand bereit. Sehen Sie das anders? Natürlich, ich habe mir das gerade angehört, hochinteressant. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen gegen Fridays for Future, wir sehen uns als Teil von Fridays for Future und vor allem ja, Rebell und MLPD wurde ja angesprochen, sehen wir als die Partei des System Change, unserer Ansicht nach. Geht sozusagen, die Forderungen, die hier gefordert sind, sind nur umzusetzen mit einer anderen Gesellschaft. Und darüber müsste diskutiert werden. Und dafür stehen wir hier und diskutieren auch damit der Jugend drüber. Ich möchte direkt sagen, die MLPD, die gehört nicht zu Fridays for Future. Und ich möchte das hier auch unterbrechen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir mit keiner Partei sprechen. Und ich stelle gerade fest, dass das hier passiert. Und das möchte ich auf jeden Fall hier unterbrechen. Okay. Wir sehen uns als Teil von Fridays for Future. Wenn ihr das hört, wie ist das für euch? Das ist einfach dreist. Es ist einfach ätzend, weil es mittlerweile häufig passiert. Es war ja genauso wie auch mit den Grünen nach der Europawahl. Ja, das war ein Sunday for Future. Stimmt halt einfach nicht. Also die ruhen sich, nehmen dann halt immer Credits für das, was wir so erreicht haben. Natürlich machen die auch tolle Sachen vielleicht. Nein. Aber da sieht man jetzt auch auf dem Flyer genau, dass sie halt unseren Namen draufgeschrieben haben, aber nicht das Logo, weil das ist eben urheberrechtlich geschützt. Doch die Frage, ob und wie der Kampf gegen den Klimawandel die Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem verändern muss, ist auf dem Kongress Thema. Wir müssen alle zusammen dafür kämpfen. Und die Leute, die da in den Betrieben arbeiten, das sind die Eltern von den Schülern. System Change statt Climate Change und Kapitalismus stoppen und sowas. Aber ich habe noch niemanden gefunden, der mir so wirklich gut sagen konnte, was denn eigentlich stattdessen. Wenn wir die ganze Zeit sagen, das nicht, was denn dann? Das ist eine sehr emotionale Diskussion. Deswegen gibt es da, glaube ich, auch sehr viel Widerstand. Die Antwort darauf kann ja nicht sein, wir gehen hin und so wie ich das jetzt auch oft bei Schrecken sage, so ja, bitte, bitte, bitte macht was. Ja. Sondern wir sagen, hey, ihr macht was oder wir sorgen dafür, dass in ganz Deutschland jede Fabrik, jeder Arbeiter, jeder Schüler, jeder streikt. Haben wir Biodiversität, haben wir soziale Gerechtigkeit, haben wir ökologische Gerechtigkeit? Also dass man quasi viel mehr als nur das reine Wirtschaftswachstum nimmt und das quasi als Motiv nimmt, wonach Politik auch entscheiden soll. Da muss das System sich einfach verändern, dass es da nicht mehr um Geld geht. Und gleichzeitig müssen sich die Gedanken und die Meinungen der Leute verändern. Und an den Meinungen der Leute können wir schrauben und an dem anderen können wir schrauben. Und wenn wir schaffen, das zusammenzuführen,
also quasi das Individuelle und das Gesellschaftliche, dann ist es eine erfolgreiche Bewegung und dann wird da auch was bei rausspringen müssen. Ich bin auch voll bei dir, wenn es kann halt nur auch von der Gesellschaft getragen werden und es kann nur von den Personen, die die Gesellschaft ausmachen, getragen werden. Und ich denke, da müssen wir erstmal eben die Einzelpersonen erreichen, damit das eben irgendwie möglich ist. Das ist das, was die meisten Studien bestätigen, dass viele Einzelne sehr, sehr bereit wären, sehr viel zu tun. Aber das Gefühl haben, solange die nicht und solange die nicht und solange die nicht, warum soll ich mich denn jetzt einschränken? Weil solange die Mehrheit noch etwas anderes tut, fühlt es sich ja oft wie ein Einschränken an, wenn die anderen für sich immer noch so maximal Planet in Anspruch nehmen. Maya Göpel ist Expertin für Klimapolitik und Ökonomie. Sie berät die Bundesregierung beim Thema globale Umweltveränderung. Gleichzeitig hat sie sich mit anderen Wissenschaftlern zu den Scientists for Future zusammengeschlossen, um den Klimaprotest der Schüler zu unterstützen. Göpel hat die Klimapolitik der letzten Jahrzehnte erforscht. Das waren ja die ganzen Versuche, die so die ersten 10, 20, 30 Jahre immer wieder nach vorne gehalten wurden. Die Technologierevolution wird es richten. Ja, und jetzt sehen wir eben sehr stark und sehr empirisch, dass sie es eben nicht richten wird. Und die Idee, dass wir immer mehr aus diesem Planeten rauspumpen können, ist bei 8 Milliarden irgendwann auch ausgereizt. Das geht natürlich direkt rein ins Betriebssystem. Deshalb ist ja der Slogan so wichtig. Not climate change, but system change. Aber lasst uns das jetzt nicht so klein denken. Klimawandel ist ein Symptom von vielen. Von etwas, was echt eine Neukonfiguration verdient. Neukonfiguration. Aber was heißt das konkret? Für den Industriestandort Deutschland? Für energieintensive Branchen? Für unverzichtbare Produkte wie Stahl? Und damit für die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten? Haben solche Branchen eine Zukunft, wenn die Umweltauflagen immer höher werden? Wir sind in Duisburg. Die Auszubildenden bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann wollen einen sicheren Arbeitsplatz. Doch genau den kann ihnen Betriebsrat Yasin Günay nicht mehr so ohne weiteres versprechen. Mahlzeit, Männer! Mahlzeit! Die weltweite Konkurrenz auf dem Stahlmarkt bereitet ihnen ohnehin Sorge. Und was denken die Azubis im zweiten Lehrjahr über die Klimadebatte und die Folgen für ihre Jobs? Hat jemand von Ihnen Angst vor der Erderwärmung oder vor dem Klimawandel? Ich habe nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Haben Sie keine Gedanken darüber gemacht? Man kann halt nicht von jetzt auf gleich alles verändern. Ne? Also man muss halt beide Parteien verstehen. Ist das was, was möglicherweise auch Ihren Arbeitsplatz bedroht nach Ihrer Wahrnehmung? Ja, wenn es nach denen gehen würde und wir von jetzt auf gleich alles so verändern wollen würden, dann wären zig Mitarbeiter arbeitslos und müssten entlassen werden. Deswegen, wenn mehrere solche Probleme jetzt auf HKM zukommen würden, dann müsste man halt gucken. Ne? Das nervt die natürlich irgendwo, aber auch, weil das für unsere Hütte zukunftsperspektivisch auch Probleme mitbringt. Und wir haben jetzt erstmal eine Standortgarantie von 7 Jahren, aber wie das danach ausschaut, das steht erstmal in den Sternen geschrieben. Das bekannteste Gesicht von Fridays for Future in Deutschland ist Luisa Neubauer. Klimaschutz und das Festhalten an alten Arbeitsplätzen, das geht für sie nicht immer zusammen. Was wir irgendwie oft hören, diese Frage, oh nein, was macht ihr denn die armen Menschen in den Jobs? Und wie wagt es als Klimabewegung irgendwie in Frage zu stellen, wie andere Menschen ihr Brot verdienen? Ich finde es bemerkenswert, dass wir irgendwie in einer Gesellschaft leben, wo es selbstverständlich ist, dass wir Jobs erhalten, der Jobs wegen. Das finde ich nicht nur fragwürdig den planetaren Umständen gegeben gegenüber, sondern auch den Menschen, die in Jobs erhalten werden, die gerade erleben, wie um ihre Jobs gebettelt wird, aber nicht um sie. Die wissen, sie gehen gerade irgendwie einer Arbeit nach, nicht weil sie irgendwie gut für die Gesellschaft oder gut für die Wirtschaft ist, sondern weil Firmen sich nicht trauen, sich der Zukunft anzunehmen. Für Betriebsrat Yasin Günay geht es um die Zukunft seiner Azubis, um die Übernahme in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis. Und seine Kollegin Selina Reimann will hier im Betrieb ebenfalls noch lange als Bürokauffrau arbeiten können. Wir zeigen Ihnen, was Luisa Neubauer sagt. Ich finde es bemerkenswert, dass wir irgendwie in einer Gesellschaft leben, wo es selbstverständlich ist, dass wir Jobs erhalten, der Jobs wegen. Eigentlich denke ich, es wäre das Mindeste, dass die Unternehmen feststellen, dass es so nicht weitergehen kann und feststellen, Moment, wenn uns die Menschen ernsthaft am Herzen liegen, dann verteidigen wir nicht blind deren Arbeitsstellen, sondern schaffen echte Perspektiven, die tatsächlich einer Gesellschaft zugutekommen.
Was sagen Sie dazu? Ja, ist ein wenig utopisch. Ich sag mal, als sorgenfreies Kind so eine Behauptung aufzustellen, ist natürlich einfach, aber ein Familienvater, der Ende 40, Anfang 50 ist, falls er einen Arbeitsplatz verlieren sollte, hat natürlich nicht die gleichen Chancen und Perspektiven wie ein junger Kollege, der auf dem Arbeitsmarkt ist. Wir arbeiten ja auch daran, dass wir umweltfreundlicher produzieren und am Ende dann auch ganz CO2-frei produzieren können. Von daher tun wir ja auch was dafür, dass es der Umwelt dann besser geht und dass der Planet nicht vor die Hunde geht. Frage ich mal aus ironischer Sicht, was bringt unser Planet, wenn wir keine Arbeit haben? Die Welt retten oder Arbeitsplätze? Oder geht beides? Die Klimadebatte ist längst grundsätzlich geworden. Manche Wissenschaftler bestreiten, dass Wachstum und Klimaschutz überhaupt noch vereinbar sind und fordern ein radikales Umdenken. Zu ihnen gehört Nico Pech. Er ist Ökonom an der Universität Siegen. Für ihn gibt es nur eine Art, das Klima und damit die Erde noch zu retten. Ein völlig veränderter Lebensstil. Der erste Schritt wäre, unser Leben zu entrümpeln. Das heißt, uns frei zu machen von all den Konsumkrücken, die uns sowieso nicht viel glücklicher machen. Der durchschnittliche Grad der Lebenszufriedenheit der Menschen in Mitteleuropa und in anderen Konsumgesellschaften hat während der letzten Jahrzehnte gar nicht zugenommen. Das heißt, wir müssen also die Frage stellen, mal jenseits aller ökologischen Belastungen, für wen und für was wir überhaupt noch wachsen wollen. Eine Position, die andere Ökonomen zurückweisen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wird von Marcel Fratscher geleitet. Kein Wachstum mehr? Viel weniger Konsum? Für ihn der falsche Weg. Wachstum, ja, unbedingt. Wir wollen mehr Lebenszufriedenheit, Glück, Internet nutzen, Spiele zu spielen, international zu kommunizieren, auch mobil zu sein, zu reisen. Ist ja eigentlich was Schönes. Ist doch wichtig, die Welt zu sehen. Ist doch was ganz Tolles. Also ich will Optimist sein, zu sagen, es kann uns gelingen, nachhaltig zu wirtschaften, das Klima, die Umwelt zu schonen und gleichzeitig ein lebenswertes Leben zu leben. Wir haben hier auf unserem Camp durchgehend ein Awareness-Team. Das ist durchgehend ansprechbar. Und die Menschen haben ein rotes Herz irgendwo an der Kleidung. Das Camp ist jetzt offiziell eröffnet. Wie will Fridays for Future die breite Gesellschaft mitnehmen? In Köln streiken die Schülerinnen und Schüler im Juli eine Woche lang, leben Tag und Nacht auf dem Altermarkt und probieren im Kleinen aus, wie ein Leben ohne Wachstum und Maximalkonsum aussehen könnte. Welche Idee steckt hier hinter? Das ist quasi ein offener Kleidertausch. Das bedeutet, jeder kann hier Kleidung, die er nicht mehr braucht, alte Kleidung hinlegen und sich im Gegenzug dafür eben neue Kleidung nehmen. Aber wenn alle nur noch tauschen, dann geht unser System den Bach runter, ne? Tja, dann ist das wohl so. Wie sehr bist du denn da in deiner Schule, der Alien? Ein bisschen. Ich hatte schon immer so ein bisschen den Ruf, ein Öko zu sein. Aber ich rede ja auch mit meinen Klassenkameraden, mit meinen Stufenkameraden und grundsätzlich ist die Idee eines Kleidertauschs ja eine Idee, die auf jeden Fall auch Anklang findet, weil das eben einfach eine super Möglichkeit ist, wie gesagt, Ressourcen zu sparen und trotzdem an tolle neue Sachen zu kommen. Und es geht auch um Energieversorgung. Ab 2035 soll es laut Fridays for Future in Deutschland nur noch regenerative Energien geben. Wenn jetzt Menschen hier lang gehen und sehen, oh, da sind Solaranlagen, dann sehen die es einfach immer öfter und vielleicht irgendwann kommt es in deren Bewusstsein, dass es echt etwas Wichtiges ist und dass sie es vielleicht auch als Alternative wirklich in Erwägung ziehen. Ich denke, es ist auch unsere Aufgabe, den Menschen aufzuzeigen, dass das nicht unbedingt was mit Verzicht zu tun hat, sondern dass es eben auch was mit Gewinn zu tun hat, weil es einfach auch unglaublich schön ist, so zusammenzuleben, wie wir es gerade tun. Doch Verzicht, ist das mehrheitsfähig? Und wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der Klimaschutz womöglich die Freiheit des Einzelnen einschränkt? In der es vielleicht sogar Verbote geben könnte? Wissenschaftler diskutieren das. Wenn man sich überlegt, wie ein Steuersystem funktioniert, funktioniert es ja auch nicht über Anreize. Komm, gib ein bisschen Steuern ab, wäre nett, wäre irgendwie gut fürs Gesamtsystem. Sondern es ist halt einfach verboten. Es ist auch verboten, dass jemand nachts in mein Haus einsteigt und es ausräumt. Finde ich ganz gut. Aber in dem Moment könnten wir auch überlegen, wie viel Ausräumen des gemeinsamen Hauses der Erde sollen denn die Einzelnen für sich in Anspruch nehmen können und ab wann ist die Grenze erreicht. Und da kann man auch mal ein Limit draufsetzen. Ein Mensch kann nicht die Freiheit haben, die Ökosphäre zu zerstören, von der ich abhängig bin.
Wenn jemand in meiner Straße ein SUV fährt, dann ist das wohl sein Eigentum. Aber die Ökosphäre, die er damit zerstört, ist auch meine Ökosphäre. Deswegen ist natürlich die Formel, dass die Freiheit des Einzelnen da endet, wo das Recht des anderen beginnt, ist diese Formel dann bitte schön auch mal ernst zu nehmen. Manche wollen Klimaschutz machen mit Askese, Verbot, Verzicht, kein Wachstum. Der Lebensstandard des Jahres 1995, so schlecht war der doch auch nicht. Kann man alles wollen. Gibt es auch Unterstützung dafür. Wir werden auf dem Weg möglicherweise auch Moralweltmeister werden. Aber niemand wird uns auf der Welt folgen. Verbote für ein besseres Klima? Laut einer aktuellen ARD-Umfrage lehnt die große Mehrheit der Deutschen das ab. Nur 15% der Bundesbürger finden Verbote okay. Die meisten setzen beim Klimaschutz auf Anreize. Die Autofans in Bottrop jedenfalls wollen sich ihr Hobby nicht madig machen lassen. Auch nicht Fabian. Das Auto sollte eigentlich ein gutes Image haben, weil ohne Autos kommen wir ja nicht von A nach B so wirklich. Dass Fridays for Future das Klima retten und dafür die Gesellschaft umkrempeln will, was denken andere hier darüber? Da haben sie genau den richtigen Ansprechpartner. Zu sowas sage ich überhaupt nichts. Überhaupt nicht? Ich meine, da reden doch alle drüber. Mögen alle drüber reden, ich aber nicht. Für mich eine unnötige Diskussion, ganz einfach. Nur was auf so ein Event zu fragen, ganz ehrlich, Leute. Wollt ihr welche Fragen, die im Benzin verheizen oder was, solche Fragen zu stellen, Alter, ihr habt doch alle einen am Mund. Die Rennstrecke ist gut 400 Meter lang. Bitte aufpassen. Veranstalter Gustl erklärt noch einmal die Regeln und auch, was er von Fridays for Future hält. Das ganze Greta-Thema, also ich sage mir, lieber eine gute Ausbildung machen, Leute. Eine gute Ausbildung machen, egal welche, aber eine Ausbildung machen und arbeiten gehen, ist besser als auf der Straße laufen. Leonie und ihre Mitstreiterinnen wollen weiter mobil machen. Diesmal an Leonies alter Schule, einem Gymnasium in Hilden. Sie wollen Schulleiter Udo Kotthaus überzeugen, dass alle Schülerinnen und Schüler am 20.09. frei bekommen und am internationalen Klimastreik teilnehmen können. Uns geht es eben darum, dass wir am 20.09. planen wir den größten globalen Klimastreik, den es jemals gibt und oder gab. Und genau deswegen bin ich auch hauptsächlich hier, um eben so zu zeigen, okay, wie kann das mit Schulen vereinbart werden? Ja, was gibt es für Möglichkeiten, dass Schüler daran teilnehmen können? Das ist ja eine sehr zwiespältige Sache. Ne? Ich kriege dann einmal eine Mail aus dem Ministerium, in dem ja ganz klar gesagt wird, ich muss darauf achten, dass die Schüler in der Schule sind. Ne? Die verschieben das Problem ja nach unten. Das finde ich so ungeheuerlich. Ja? Oh ja, sehr also, unfair. Ne? Also die Schulleiter müssen es überwachen. Und gleichzeitig steht dann in der Zeitung, wir sollen großzügig damit umgehen und wie das zu vereinbaren ist, ist ja ein großes Problem, finde ich. Ne? Ich habe mal was mitgebracht an Material zum Flyer für Sie. Wenn Schüler sich beurlauben lassen wollen, dürfen sie das machen. Ja? Mhm. Auch wie viele, ist mir dann egal. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht so viele sein werden, ja, wie ihr euch vielleicht erhofft. Jetzt erstmal kurzfristig, ne, wenn ihr meint, das wäre bis zum 20.09. zu organisieren, das geht schlicht und einfach nicht. Ja, sowas in Form kriegen der wir. Exkursion oder was meinen Sie? Wir können nicht innerhalb von 7 Tagen organisieren, dass sich Klassen jetzt dahin fahren. Wann soll so ein Infoabend sein? Wie sollen wir das machen? Aber ich denke schon, dass es möglich ist. Und ich denke einfach, dass diese Dringlichkeit einfach verstanden werden muss. Man muss ein bisschen geduldiger sein, bis das so funktioniert. Ja, ne? Das Problem mit der Geduld. Ich meine, wir werden von der Merkel ja auch zum Beispiel gebeten, mehr Geduld zu haben, um neue Wege, dass sie neue Wege schaffen können. Aber andererseits sehe ich einfach die Dringlichkeit von Fridays for Future. Ihr argumentiert aus eurer Emotionalität heraus. Das ist ja alles in Ordnung. Wir basieren uns auf dem IPCC-Report und der ist wissenschaftlich. Ja, okay. Wenn die Leonie mir sagt, also es gibt Studien, ne, und man kann im Jahre 2019 noch 25% der Kohlekraftwerke abschalten, dann möchte ich das erstmal sehen. Das ist eigentlich mein Problem. Sie haben die Studie noch nicht wahrscheinlich gelesen, auf die wir uns berufen, aber ich kann Ihnen die auch gerne zukommen lassen. Vielleicht verstehen Sie dann eher, warum wir sagen, es muss jetzt sein, die Technologie ist da, die Wissenschaft hat es geprüft und
ja, die Dringlichkeit ist einfach nicht mehr zu ignorieren. Wenn ihr immer nur Forderungen stellt, wo man schon absehen kann, dass das gar nicht passieren wird, weil so viele Hindernisse sind, ist euch doch auch nicht geholfen. Ja, aber ja? Ist ja die Frage, was für Hindernisse das sind, ob das die Interessen von Konzernen sind oder ob es eine Machbarkeit ist oder ob es damit zu tun hat. Wir haben eine Demokratie hier, du kannst doch natürlich nicht, kannst sie doch nicht enteignen. Ja, auf jeden Fall, nee, das hat ja auch keiner gefordert hier. Ja? Nee, es ist auf jeden Fall, es muss demokratisch besprochen werden, aber es kann ja nicht sein, dass wir eine Regierung haben, die seit Jahren nichts tut, die sich einfach mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Anschließend treffen sie zwei Mädchen der Schülervertretung. Wie viel Unterstützung gibt es unter den Schülern? Also die Meinung, die ich hauptsächlich um mich herum höre, ist, entweder es interessiert mich nicht oder es bringt sowieso nichts. Meinst du die Möglichkeit dann so, dass man mal so aufklärt, also dass man einfach solche Sachen macht, zum Beispiel die Forderung von Fridays for Future und was es bedeuten würde, wenn es alles nicht eintritt? Ich glaube, das müsste man aber auch eher verpflichtend machen, weil die Menschen, die sich sowieso freiwillig dafür interessieren. Ja, und wenn du meinst, so, das interessiert die einfach nicht, das ist echt so etwas sehr Dramatisches, was wir auf jeden Fall anfangen sollten zu lösen. Wir haben gerade zum Beispiel, wir wollen einen Baum pflanzen mit der SV, auch zum Zeichen für die Umwelt. Und wir haben jetzt heute einen Mülleimer-Wettbewerb gestartet, die werden kreativ bemalt mit Umweltbezug. Und der Gewinner bekommt dann einen Preis, die Gewinnerklasse. Ja, es wird immer Leute geben, die es einfach nicht interessiert. Das gibt es bei jedem Thema. Also, und dann ist wieder die Aufgabe der Politik, einen nachhaltigen Lebensstil zu leiten. Mit Gesetzen, mit konkreten Gesetzen, mit konkreten Maßnahmen. Diese Woche will die Große Koalition ein milliardenschweres Maßnahmenpaket verabschieden. Für das Klima. Wahrscheinlich so viel Geld wie nie. Für mehr E-Autos, neue Heizungen, mehr Geld für die Bahn, so die Pläne. Riesenaufgabe Klimaschutz. Ich ordne sie so ein, und das tut auch die Bundesregierung, dass ich es als eine Menschheitsherausforderung begreife. Und dabei setzen wir auf Innovation, auf Forschung, auf unser Zutrauen, dass wir gute technische Lösungen finden, wie wir es immer getan haben. Und dabei setzen wir auf die Mechanismen der sozialen Marktwirtschaft. Frau Merkel hat total recht, wenn sie sagt, die Klimakrise ist eine der größten Krisen, die die Menschheit je bewältigen musste. Aber bei ihr ist das einfach nicht glaubwürdig, wenn sie sagt, sie will da wirklich was verändern, wenn man doch auch gleichzeitig sieht, dass sie sich zum Beispiel immer noch gegen eine CO2-Steuer sträubt, um Wirtschaftsinteressen dadurch zu begünstigen, dass es nur den Emissionshandel geben soll oder sich eben auch weiterhin gegen einen Kohleausstieg bis 2030 ausspricht, den wir einfach brauchen. Stellt die Politik die richtigen Weichen? In der Woche der Entscheidung trifft Leonie auf Wirtschaftsminister Peter Altmaier vor einem Millionenpublikum bei Hart aber fair. Die Schülerbewegung hat es geschafft, die Politik unter Druck zu setzen. Ich kenne einen Klimaschützer, den ich sehr ernst nehme, das ist Elon Musk in den USA. Der brennt für Klimaschutz und für Umweltschutz. Und der sagt, die Elektroautos, die mit erneuerbarem Strom fahren, sind die Option, um unseren Lebensstil aufrechtzuerhalten und trotzdem das Klima zu schützen. Elektroautos sind aber auch nur so grün wie der Strom, der sie füttert. Genau, so ist es. Und wir brauchen nicht zusätzlich zu dem Verkehr, den wir bereits haben, dazu brauchen wir nicht noch Elektromobilität. Das habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich grundsätzlich gegen Elektromobilität bin. Okay, erkenne ich an. Also mir geht es darum, dass wir Benzin- und Dieselautos ersetzen durch Elektroautos. Und dann hat man eine bessere. Deswegen werden auf der IAA die klimaschädlichsten SUVs ausgestellt und dann als zukunftsfähig betitelt. Ja. Ich glaube, dass Greta Thunberg und die jungen Schülerinnen und Schüler bei Fridays for Future mit einem Beitrag geleistet haben, dass das Thema im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte steht. Traurig, dass das sein musste. Ja. Das war Ihr Job. Ja, aber Entschuldigung, wir sind in einer Demokratie. Und in der Demokratie werden solche Debatten öffentlich geführt. Was haben wir denn im Pariser Klimaabkommen unterzeichnet? Wir brauchen Bürgerrechte, wir haben es unterzeichnet und wir werden es einhalten. Und dass wir es einhalten können, ist doch gar keine Frage. Also ich kenne jedenfalls in dieser Großen Koalition niemand, der das Klimaabkommen nicht einhalten wollte. Wir werden aber sehen, was Sie im Klimakabinett für Ergebnisse erzielen. Wie beim Windenergiegipfel. Genau. Aber ich war doch gerade dabei, mal zu sagen, dass in der Politik immer die Debatten davon abhängen, wer sie führt, wie viel Druck es gibt. Das ist ganz normal in einem demokratischen Prozess. Und vor 2 Jahren gab es diesen Druck überhaupt nicht. Und die für Klima eingetreten sind, haben schlechte Wahlergebnisse bekommen. Gewählt wird nur, wer Geschenke verteilt. Politischer Selbstmord wird dann begangen, wenn jemand sich vor das geneigte Publikum, also die Wählerschaft, stellt und sagt, Leute,
wählt mich. Mit mir gibt es eine Kerosinsteuer, die so hoch ist, dass niemand von euch mehr auf die Idee kommt, ohne guten Grund ein Flugzeug zu besteigen. Wählt mich, dann gibt es ein Baumoratorium. Dann wird kein weiterer Quadratmeter Fläche mehr bebaut. Ja? Wählt mich, dann werden wir in Deutschland pro Kopf und pro Jahr nicht mehr 60 oder 80 Kilo Fleisch essen, sondern maximal noch 20 Kilo und so weiter. Wer das sagen würde, würde nicht einfach nur abgewählt oder hätte keine Chance, irgendwie in ein deutsches Parlament zu kommen, sondern müsste um sein Leben fürchten. Aus diesem Grund werden wir nicht erleben, dass die Politik wirklich das Nachhaltigkeitsproblem löst. Sie haben das Vertrauen in die Politik verloren. Die Umweltaktivisten von Ende Gelände. Mit ihrem Protest sind sie radikaler als Fridays for Future. Jana ist auch hier dabei. An diesem Wochenende im Juni wollen sie den Tagebau besetzen. Fridays for Future alleine ist definitiv nicht genug für mich, weil ich einfach denke, dass die Radikalität der Klimakrise auch nur mit einer Radikalität, mit einer entsprechenden Radikalität der Aktionsform einhergeht. Und offenbar werden wir ja nicht ernst genommen, wenn wir halt weiterhin nur unseren Protest auf die Straße tragen. Auch wenn die Politik jetzt Milliarden für den Klimaschutz ausgeben will, Jana steht zu ihrem Protest. Sie würde bei der Besetzung des Tagebaus jederzeit wieder mitmachen. Bei der Aktion damals werden Polizeiketten durchbrochen. Aktivisten legen Bahnstrecken lahm. Sie gehen bis in die Grube und überschreiten damit Gesetze. Es ist wichtig, aufzuzeigen der Gesellschaft, dass eben momentan eine große Lücke zwischen der Legalität klafft und dem, was wir eben als legitim empfinden. Also wir denken, dass halt RWE und die ganzen Kohlekonzerne und die Großkonzerne und die in diesem Sinne halt auch dieses System halt einfach kriminell sind, weil sie unseren Planeten eben ausbeuten und für zukünftige Generationen eben lebensunfähig machen. Pauline, Leonie und die anderen Fridays for Future setzen weiter auf Dialog und den Streik am 20. September, von dem sie hoffen, dass er richtig groß wird. Deutschlandweit treffen sich die Vorbereitungsgruppen wie hier in Köln und suchen nach neuen Bündnis- und Kooperationspartnern. Die KVB macht am 12 Uhr am 20.09. für eine Minute alle Busse und Bahnen, also wenn sie stillgelegt, machen so eine Durchsage und rufen so zum Streik auf. Und GEW hat in ihrer Zeitschrift Forum den Lehrerinnen und Lehrern erklärt, wie man die Klassen zu einer Exkursion fährt. Und dadurch werden wahrscheinlich viele Klassen anwesend sein, sogar zum Teil ganze Schulen. Oh, ja. Geh jeden Tag auf Twitter und du siehst wieder, ach irgendwie, ne, diese Gewerkschaft solidarisiert sich auch noch und dieses Unternehmen gibt allen Mitarbeitern freien. Du kannst gar nicht mehr richtig irgendwie up to date damit sein, weil das so krass ist. Und ich kann mir echt noch nicht vorstellen, was das für Ausmaßen wirklich annimmt dann am 20.09. deutschlandweit. Wir haben eigentlich alle großen NGOs in Köln dabei, wir haben aber auch die Gewerkschaften dabei. Genau, um auch irgendwie so die Gesellschaft im Gesamten wiederzuspiegeln. Das ist ja auch das Motto, alle fürs Klima. Und da meinen wir dann halt auch wirklich alle mit. Ich gehe davon aus, dass die Entscheidungen des Klimakabinetts nicht ausreichen werden, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und was dann passiert, kann man jetzt noch nicht sagen, aber wir werden nicht leiser werden. Schafft es die Politik, die richtigen Weichen zu stellen? Und wie sehr muss sich unser Leben ändern, damit der Klimawandel aufgehalten werden kann? Ungeklärte Fragen, die unsere Gesellschaft weit über die Woche der Entscheidungen hinaus beschäftigen werden.